Und damit willkommen zurück zu Heavy Rain, Folge 2. Ach ja. Was soll ich sagen? Im letzten Part fing ja alles an. Ich kann ja nicht, eigentlich nicht viel zu sagen. Ich kann nur sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn überhaupt. Aber ich mache das ja alles auf freiwilliger Basis. Also mir ist das eigentlich Wurst, ob ich da einen Aufruf bekomme, ob ich 10 Aufrufe bekomme, ob ich 20 oder keine Ahnung, vielleicht sogar mehr. Das ist mir alles egal. Ich mache es, weil ich Spaß habe an der Sache, und wenn irgendwer in 10 Jahren mal denkt, ich möchte Heavy Rain gucken und mein Video wird vorgeschlagen, dann bin ich halt indirekt auch ein bisschen froh. Dann wird zwar nicht so kommen, weil YouTube, der Algorithmus, der pusht nur die Großen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Nintendo das Spiel gespielt hat, dann wird der zuerst angezeigt, denke ich mal. Und das ist das halt, was ich nicht verstehe, weißt du? Das ist auf Twitch ganz genauso. Auf Twitch ist das ganz genauso. Wenn du als Newbie ein Spiel streamen möchtest, bist du erstmal der Dumme, der ewig keine Aufmerksamkeit bekommt, weil wenn du jetzt nach Kategorie filterst, nehmen wir mal an, Heavy Rain in dem Fall, wird zuerst der Größte angezeigt. Ja, natürlich. Und irgendwann die Kleinen. Und das sollte halt nicht so sein. Wenn, dann sollte es von klein nach groß gehen. Okay. Sie können durch. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Wir fangen jetzt an mit... Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Heavy Rain. Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Ich denke mal, auch so nach 8 Parts oder so haben wir das fertig. Wenn ich jeweils eine Stunde an Part mache, dann müsste das ja ungefähr hinkommen. Aber ich habe so für mich beschlossen, dass ich das Spiel hier viel zu schnell gebracht habe. Ich habe das Spiel eindeutig zu schnell gebracht. Weil ich merke langsam, dass wirklich die Luft rausgeht. Ich eigentlich eine längere Pause brauche. Ich hätte zuerst ein anderes Spiel spielen müssen, finde ich. Video Memo 1, Agent 470223, Norman Jade, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Ah, steck doch die Brille nicht weg, ich hab gedacht. Naja. Jedenfalls ist das so eine hilfreiche AI-Brille. Die kann allerlei Sachen aufdecken. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke. So, wir können jetzt hier scannen. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Sowas bräuchte man mal im Real Life, ne? Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Also Beyond Two Souls werde ich definitiv erstmal eine Pause machen, übrigens. Also die nächsten Spiele von Quantic Dream, die dauern. Ich brauche danach wirklich eine Pause von den Story Games. Lieutenant Blake, Agent Norman Jaden. War eine dumme Idee, das nachzuhören, weil ich hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin.
Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit 1 Stunde. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Hören Sie, ich will nicht stören. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Bis auf die 3 Sachen, die ich jetzt schon gefunden habe, finde ich nichts weiter. Das hier sind ja die Pollen, die hatten wir schon. Wenn, dann müsste hier hinten noch was sein. Eigentlich. Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. Ja. Was ist hier? Ich weiß nicht, ob es hier was zu holen gibt. Ganz hinten ist noch was, da war ich doch schon. Da war ich doch schon, da ist nichts aufgetaucht vorher. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen verarscht. Den ganzen Weg umsonst gelaufen. Zumal der ja nicht aus dem Knie gekommen. Guck mal, wie langsam der läuft, als ob er der Arschruhe weg hat. Naja. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Wow, also gibt's hier nichts. Na, dann gehe ich wieder. Wenn ich das darf. Oder muss ich mich erst wieder bei denen melden? Wo ist denn der überhaupt? Hä, wo ist denn der? Ah, da. Aber hier ist halt absolut nichts. Scheinbar darf ich nicht gehen. Ich habe jetzt schon überall umgeguckt, da ist nichts. Entweder ist es immer nur unwichtige Probe.
Kann ich in mein Auto steigen und einfach gehen? Ja, kann ich. Okay. Nee, ich kann nicht gehen. Ich brauche tatsächlich irgendwas. Kann man die Sequenzen nicht skippen? Wisst ihr, was in diesen Storygames so richtig gut wäre? Ich meine, klar, jetzt nicht für das Video, aber wenn man das einfach nur ein bisschen beschleunigen kann. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier nochmal diesen Handschuh anziehe. Muss das denn wirklich sein? Kann man denn nicht? Kann man denn nicht einfach... AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Ah, jetzt können wir was machen. Ach, geh doch da nicht weg, Mensch. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Fast übersehen. Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Ich habe safe irgendwas sowieso übersehen, weil es gibt bestimmt eine Trophy hier irgendwie, wenn du irgendwas findest, aber ich habe mich eigentlich umgeguckt, überall, es gab nichts mehr, was aufgeploppt ist. Naja, egal. In solchen Games ist eine Platin-Trophäe holen sowieso zum Kotzen und das mache ich nicht nochmal. Ich habe das bei Until Dawn damals gemacht. Bei Until Dawn, das musste ich, glaube ich, 4-mal durchspielen und du konntest das Game nicht skippen. Da dachte ich mir auch so, Dankeschön für nichts. Ein Schmetterling. Ein Wolfskopf. Ein Krebs. Tot. Tot. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben.
Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich er ist nicht schuld, ganz Schuld einfach. Angeben. Klar, wenn man sein Fleisch und Blut verliert, ist es schon traurig. Kann ich verstehen, aber mir würde das nicht schwerfallen, nach einer Zeit zu vergessen. Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn, Sean? Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Ups. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Ach, der war im Koma. Und das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Willst du was essen? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. War es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Kann ich mal probieren? Ich merke gerade, ich war auch schon mal besser. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition.
Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt wirf ihn. Geschafft! Geschafft, Dad! Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. Dass bei dem Wetter alle draußen rumspielen. War gut, dass ich noch... Ist egal. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. So schnell wie du kannst. Das war cool. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack. Danke. Hey, ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. Wie kann man Erdbeeren nicht mögen? Das ist das Beste, was es gibt. Es gibt kaum Früchte, die besser sind. Ich war schon seit Ewigkeit nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Ach, nutzen wir die Zeit und spielen wir noch ein bisschen mit dem. Ja, alles durch, bevor wir weitermachen. Die Zeit habe ich. Komm, Dad, lass mich fliegen! Thank you.
Aber die Geräusche von dem Spielplatz, die sind echt originalgetreu. Da kommst du dir wirklich vor wie auf dem Spielplatz. Diese typischen Kindergeräusche, ey. So, gibt's noch irgendwas hier, was wir machen könnten? Drehkarussell. Du bist auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Los, Dad! So schnell wie du kannst! So, abschließend probiere ich nochmal mit dem Karussell dahin zu fahren. Weil irgendwie ging das gerade nicht. Ich denke mal, das kann man auch. Das ist der Fortnite-Emote. Das ist Take the L von Fortnite. Exakt das 1:1, nur ein bisschen verschnellert. Gut, ich meine, das Game existierte vor Fortnite, aber ich meine ja nur trotzdem. Ganz nach okay, aus. Ich denke, wir haben alles gesehen. Gehen. Okay. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Wenn wir Menschen erstmal die Macht über die Zeit haben, können wir alles ändern. Das wird irgendwann sicherlich so sein. Irgendwann wird bestimmt Zeitreisen möglich sein und dann verreisen wir in die Vergangenheit. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Ach, jetzt darf ich noch mit dem Karussell fahren. Klar, such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Was für Karte, Junge? Als ob man hier Karten braucht. Einmal. $1. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass ein Spielplatz ein Karussell hat. Wie auf einer Kirmes. Okay, das Quicktime-Event kam jetzt zu plötzlich. Ich habe damit jetzt überhaupt nicht gerechnet. Sean! Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, ist das eklig.
Schon! Als ob der hier ist. Wie will er denn reinkommen, wenn er keinen Schlüssel hat? Ja, das ist das Ding, ne? Aber jetzt mal Real Talk. Wenn er doch so Probleme hat, dann soll er doch das Kind seiner Frau geben. Wenn er es nicht mehr schafft, psychisch. Das ist nun mal so. Wenn man psychische Probleme hat, das ist doch völlig normal. Das betrifft nun mal den einen oder anderen. Das kannst du nun mal nicht ändern. Dann soll er halt zu seiner Frau fahren. Das Kind besuchen. Aber das Hauptsorgerecht hätte die Frau kommen müssen. Er ist ja nicht mehr zurechnungsfähig. Oh, eine Trophäe erhalten. Gute Freunde. Bestimmt, weil ich alles mit ihm unternommen habe. Ich meine, klar, ich habe schon viele Trophäen aus dem ersten Playthrough von vor 5 Jahren oder so. Aber, trotzdem noch die ein oder andere Trophäe mitnehmen. Warum nicht? Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Sie sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach. Der eine ist einfach durch den Schrank gegangen. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Es gibt nichts Schlimmeres als Krawattenbinden. Ich habe das auch mal probiert. Kommen Sie zur Pressekonferenz, so komplex und kompliziert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir.
Willkommen im Club, Jaden. Zumal ich auch oft schon gesehen habe, dass mir sowas nicht steht. Ich kann das einfach nicht. Da fühle ich mich viel zu eingequetscht. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Mist, was ist eigentlich mein Ziel jetzt? Ich war ein bisschen geistesabwesend. Ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Ich muss da an irgendeinen Schreibtisch, oder? War da nicht was? Ich glaube, ich muss da an irgendeinen Schreibtisch. Mensch. Oh, ey. Die Steuerung war wieder on point hier. Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ah, genau. Ich muss noch was erledigen. Musste ich. Wir reden später. In Ordnung? Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Schöne Uhr. Das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Typisches NPC-Verhalten. Da gibt's doch diese TikTok-Videos. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Das ist eine Rumpelkammer. Aber kein Büro. Okay, Zeit zu arbeiten. Das Laufen hier ist genauso beschissen wie in Fahrenheit teilweise. Du läufst ja nicht unbedingt mit dem Stick, du lenkst nur mit dem Stick. Laufen tust du mit R2, was eigentlich so Sprinten normalerweise ist oder sowas. Thank you.
bin etwas kaputt, deswegen meine ich ja, dass ich aktuell sowieso keine Lust habe oder beziehungsweise Luft habe, was aufzunehmen. Deswegen meinte ich ja, ich brauche eine Pause. Ich bin so K.O. aktuell. Schritt 1. Das Büro wechseln. Sieh an, es gibt etwas Neues. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Ein Origami-Geschäft in der Stadt. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Acht Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht.
Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, wenn er keine Freizeit hätte. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Ist alles in Ordnung, Sir? Keiner. Keiner darf es sehen. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Ich weiß es nicht mehr. 16.45 Uhr. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich glaube, 16.30 Uhr war es. Er trug eine Jacke. In Braun. Ich glaube, Braun. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. In Beige. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell?
Ich habe eine kleine Runde im Park gedreht. Nur ein paar Minuten. Als ich zurückkam, hatte das Karussell angehalten und schon war weg. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Mars? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Das Spiel denkt auch, dass ich mir das mit meinem... Haben Sie was? Mit meinem Schwammhirn merken kann, was der anhatte und so. Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Dafür, dass er jetzt quasi seinen zweiten Sohn verloren hat, nimmt ihr das aber ziemlich gelassen, ne? Ich hätte gedacht, die ist so wutentbrannt. Was ist passiert, Ethan? Aber das ist ja noch nur normal. Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Okay, never mind. Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Dieses gestellte Bein ist so richtig schlecht. So. So, wir sind jetzt an einem neuen Kapitel angekommen. Wir haben auch nur noch 5 Minuten Zeit, ehe die 60 Minuten rum sind. Deswegen würde ich sagen, machen wir heute schon mal einen minimal früher Schluss. Im nächsten Kapitel spielen wir dann den Detektiv in diesem Kiosk, oder was das ist, und gucken, wie es weitergeht in Heavy Rain. Wie gesagt, ich habe noch ganz grobe Erinnerungen. Ich weiß, was ungefähr passieren wird. Aber für euch, die es eventuell noch nicht gesehen haben, bleibt es spannend. Bis dann. Und ciao.